So, hey ho, Freunde. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ab zu. Es geht weiter. Wie ja versprochen, nehme ich eigentlich direkt nach dem ersten Part auch den zweiten Part auf. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Denn das sieht nach einer Strömung aus, oh mein Gott. Jetzt habe ich mich so an die invertierte Steuerung gewöhnt, jetzt habe ich die andere irgendwie nicht mehr so. Puh! Ah, ich kann Fischschwärme einsammeln. Einsammeln? Muss ich die einsammeln? Das ist ja cool. Brauche ich überhaupt? Ich brauche gar nicht schwimmen. Was macht der denn in der Strömung hier von ganz allein? Oh mein Gott, sind das Delfine? Ein bisschen klein für Delfine, oder? Sind das Delfine? Oh mein Gott, das sind Delfine! Oh, es sind so viele Fische. So furchtbar viele Fische. Ah, sie sind überall, ich sehe überhaupt nichts. Oha. Oh, es ist so cool. Oh mein Gott, ich krieg mich nicht mehr ein, ey. Es ist der Wahnsinn. Oh, wow, 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 wow. So viele kleine Fischschwärme. Falls ich sie einsammeln muss, da habe ich es nicht geschafft. Wow. Wahnsinn, das war so cool. Wer hat Lust auf eine zweite Runde? Nein. Ja. Wahnsinn, kann ich hier weiter? Moment mal, wo sind meine Roboterfreunde? Nein, ich habe meine Roboterfreunde verloren. Ja, ich weiß, ich weiß, ich muss hier rüber. Ach, schade. Fand ich süß. Ach ja. Ich will auf einen von den Delfinen reiten. Kann ich das? Los, Delfin! Juhu! Gemeiner Delfin. So gemein finde ich den gar nicht. Uhuhu. Wow, das macht Spaß. Nochmal. Eha! Oh, die anderen machen mit. Wie cool. Und nochmal. Juhu! Oh, das macht so Spaß. Das ist voll cool. Kann ich das auch ohne euch? Ja, tatsächlich. Oh, Errungenschaft. Das ist tatsächlich eine Errungenschaft, durch das Wasser hier zu fliegen. Ah, ich kann nicht bestimmt meditieren, genau. Dann mache ich das doch. Einmal meditieren. Auf geht's. Der gemeine Delfin. Wo haben wir denn hier noch andere Fische? Da, die bunten. Ich will die bunten haben. Die hier zum Beispiel. Imperator-Kaiserfisch, meine Fresse.
Leopardforellenbarsch. Moment, da sind Doris. Leopardforellen hatte ich schon. Da ist eine Dori. Ich will die Dori haben. Mann auch. Was haben wir hier? Ja, weiß ich doch. Habe ich doch gesehen. Oha, was geht? Fahnenbarsch. Welche? Das sind, glaube ich, diese Rosanen hier, ne? Kann ich irgendwie ranzoomen oder so? Da sind Doris. Ganz viele Doris. Nein, ich will nicht den Forellenbarsch. Ich will die Doris. Mann, ey. Zweifarbiger Papageienfisch. Das ist voll interessant. Der Fahnenbarsch, genau. Was haben wir hier? Wimpelfische. Ja, die sehen auch aus wie Wimpel. Okay, gut. Hoffe, das gilt jetzt als meditiert. Dann machen wir doch mal weiter hier. Ah, hier unten könnte ich weiter, aber ich brauche erst wieder einen von meinen Roboterfreunden. Finde ich hier irgendwo einen? Hallo? Möchtest du bitte mal... Okay, warte. Ich glaube, ich muss die Steuerung doch wieder invertieren. Weil sonst komme ich damit nicht klar. Ich hier rein? Muss ich hier rein? Oder komme ich daher? Oh, ich kann Sand aufwirbeln. Oh, okay, ja, da kann ich nicht her. Schade. Heißt, ich muss erst wieder einen dieser kleinen Roboterfreunde finden, aber wo ist die Frage? Ach, da oben ist, glaube ich, noch eine Muschel. Hui. Was auch immer diese Muscheln zu bedeuten haben. Ah, hier kann ich rein. Da ist einer. Hallo, mein Freund. Huch. Diese Pflanzen sind witzig. Sind das Pflanzen oder sind das... Das sind Fische, richtig? Das sind kleine Fische. Seltsame Fische. Okay, jetzt können wir hier auch weiter, hoffe ich. Wow! Speedy Gonzales, mein Freund. Oh, hier sind wir wieder in der Strömung, oder? Wow! Kann ich mich an die Dinger dranhängen? Nein. Ach, ich muss wieder Fische einsammeln. Also hier komme ich tatsächlich besser mit invertierter Steuerung aus. Das ist seltsam. Kenne ich so nicht von mir. Ist das bei euch auch so laut? Das ist ja Wahnsinn. Also die Lautstärke der Musik geht mir teilweise doch ein bisschen auf den Keks, aber an sich finde ich die Musik eigentlich ziemlich nett. Ich frage mich gerade, was mir das bringt, aber... Okay. Oh! Oh mein Gott! Ist das geil! Orcas! Oh Gott, ist das... Ich sehe mich gar nicht mehr! Oh, dieses Feeling, Leute! Das glaubt ihr nicht! Das ist der Wahnsinn! Jetstream. Eine Errungenschaft. Boah, es ist so genial.
Gott. Oh mein Gott. Oh, war das cool. Holy shit. Aber wo sind sie hin? Oh, kann ich das jetzt hier befreien und sauber machen, damit die Orcas hier leben können? Habe ich jetzt schon wieder meinen Roboterfreund verloren? Oh, wieso verliere ich den denn immer? Das ist doch doof. Nein, da ist er. Och, du bist noch da. Wundervoll. So. Dann befreien wir doch mal dieses Gebiet. Oh, ich bin sowas von geflasht von diesem Spiel. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt sind hier schon zwei von den Schnecken. Die kann ich einsammeln und dann fliegen die hier rum. Oh Gott, das ist so cool. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich habe noch nicht ganz verstanden, worum es in dem Spiel geht. Oder ob es überhaupt irgendeinen tieferen Sinn hat. Aber, naja. Wie gesagt, vielleicht erfährt man das ja noch. Genau, dadurch, dass ich das kann, bin ich mit Sicherheit nicht menschlich. Oh. Orcas sind unfassbar tolle Tiere. Ich mag sie. Ja. Oh, ich Hunde voll. Guckt euch an, wie schön es ist. Da kriege ich Pipi in die Augen, wenn ich das sehe. Wirklich. Das ist so. Da kann ich doch meditieren. Verdammt. Hätte ich das bei dem anderen auch gekonnt? Muss hier gleich mal nachgucken im Pausenmenü. Ob man da sehen kann, ob ich das da auch gekonnt hätte. Das sind cool. Die sind auch wieder Doris. Fähnchen, Falterfische. Das sind Schildkröte. Eine Schildkröte. Gib mir die Schildkröte. Ich will die Schildkröte haben. Nein, Schildkröte. Schildkröte? Kann ich das irgendwie bitte so steuern, wie ich es haben möchte? Wartet, wenn ich irgendwo hingucke und dann wechsle, dann kann ich das doch bestimmt steuern. Nein, das ist wieder ein Barakuda. Oh, oh, die können auch rausspringen, cool. Da ist die Schildkröte, Mann. Willst du der Schildkröte? Wo ist sie denn jetzt hin? Da oben. Ich kann nicht zu der Schildkröte. Okay, lassen wir das einfach. Ich bin fürs Meditieren nicht gemacht. Aus offensichtlichen Gründen. Sind hier jetzt Orcas? Nein, hier sind keine Orcas gewesen. Aber hier ist die Schildkröte. Ich will die Schildkröte haben. Wo ist die Schildkröte? Ich will mich an die ranhängen. Kröte, da oben. Hallo, Schildkröte. Hihi. Ich nehme dich jetzt mit. Eine Suppenschildkröte. Ich will dich aber nicht in eine Suppe tun. Ich mag dich. Da unten sind die Orcas. Da unten sind die Orcas. Komm schon.
an einen Orca ranhängen. Ich will dasselbe machen wie mit den Delfinen. Hä? Oh, ist das ein Mini-Orca? Ein Junges! Oh mein Gott, ein Orca-Junges, wie süß! Komm schon, spring, kleiner Orca! Ach, wie süß ist das denn? Oh Gott, das ist so cool. Da entspannt man selber richtig bei diesem Spiel. Das ist total toll. Ich mag das unheimlich. Und weiter geht's. Mal gucken, wenn ich im nächsten Abschnitt lande, könnte ich dann ja auch den Part eventuell wieder beenden. Das sieht aus wie so ein Unterwassertempel tatsächlich. Total schön. Oh. Es geht so tief runter. Oh Gott, ich hab richtig Schiss. Da unten ist noch ein Hai. Da unten sind mehrere Haie. So, kann ich's. Oh, da sind. Oh, oh, da sind jede Menge. Ich will da durchschwimmen. Durch den Ha-ha-ha-ha-ha! Oh Gott, ich hab Schiss. Ich hab so Schiss. Hallo Fisch. Kann ich hier durch? Oh mein Gott, so viele Fische! Ich wüsste ja gerne, ob da unten irgendwas ist. Ich guck mal. Ich bin neugierig, Leute. Ich bin neugierig. Oh, da ist was. Da ist was zu meditieren. Da ist tatsächlich was. Lotsenfische. Und? Hochsee-Weißflossenhai. Da war noch irgendwas Großes da unten, oder? Ah, da ist ein Dingsfisch. Nein, den will ich nicht. Den da. Dich will ich. Ein Schwertfisch. Huch! Nein, ein grauer Riffhai. Oh je, jede Menge Haie. Gestreifter Marlin. Das sind gar keine Schwertfische. Was seid ihr? Ach, ihr seid diese Weißflossenhaie, genau. Was bist du? Du siehst witzig aus. Ein Mahi-Mahi. Okay. Gut. Dann begeben wir uns mal dahin, wo wir auch hin sollen. Wo sollen wir eigentlich hin? Da sollen wir hin. Da unten ist was Großes. Ich will das Große haben. Ich will sehen, was das ist. Sind das Wale? Oh Gott, das sind Wale. Es sind riesige Wale. Ein Buckelwal. Ist das dein Ernst? Ein riesiger Buckelwal. Ist ja der Wahnsinn. Hammer. Boah, ich bin gerade hin und weg. Das ist hammergeil. Okay. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns als nächstes hier erwartet. Orange da drüben? Warum ist es da orange? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber auch nur ein bisschen. Just a little.
Oh, ich erschreck mich. Mano. Aha. Hier ist eine Kette. Wo ist mein Roboterfreund? Ach Mann. Warum ist hier eine Kette? Huch, du bist ja ein seltsamer Fisch. Okay. Ich würde sagen, das hier geben wir uns beim nächsten Mal. Ich beende den Part wieder an der Stelle. Jetzt wollte ich mal kurz gucken wegen Meditieren. Ob ich... Ja, ich habe einen vergessen. Scheiße. Mist. Vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen und gucken. Kann ich das? Kann ich dahin zurückgehen? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ja, schade. Dann haben wir wohl eins vergessen. Aber wie auch beim letzten Mal danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht und ich fand es wundervoll. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.